Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder am Meilenmittwoch, aber an einem Donnerstag haben wir viele Themen. Es gibt Meilen zu kaufen bei Avianca, bei Finnair, bei United, bei Alaska. Ich habe Finn ausgelassen. Air France, KLM, Flying Blue, gibt es auch Meilen zu kaufen. Dann haben wir Deals von Hotels. Das heißt also, wir haben einen Deal von World of Hyatt. Die doppelte Statusnacht-Promotion ist verlängert worden. Dann haben wir von IHG etwas. Und wir haben einen Knüller von Lufthansa. Lufthansa macht ein Community-Event. Und zwar einen Flug, den ihr nur auf Meilen kaufen könnt. Von Deutschland aus, und zwar von München nach Kapstadt. Wir besprechen die Thematik, wie es möglich ist, damit zu fliegen und wie viel Meilen ihr bezahlen müsst. Denn es gibt die nur auf Meilen, nur auf Lufthansa Miles & More Line, nicht anders. Und wir haben die Zone, genau, und zwar First-Class-Flüge von Oslo in die weite Welt, von Südafrika über Asien haben wir alles dabei. Ich werde euch die Ziele zeigen, die Preise benennen. Und deshalb können wir auch direkt losstarten. Wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, damit ihr keinen Deal mehr verpasst, den Kanal auch unterstützt, Kanalmitgliedschaft, Business Class ist jetzt ab 9,90 Euro verfügbar, 9,95 Euro, ich weiß es nicht ganz genau, also so um die 9 Euro, knapp unter 10. Und da könnt ihr dann wirklich auch alles schon vorher sehen. Und jetzt aber Like und Glocke und so weiter anmachen, das kostet nichts, das freut mich. Danke dafür. Das erste Thema, was wir haben, ist Meilen kaufen, und zwar Avianca. Und viele von euch haben bei Avianca viele Meilen gekauft, weil ihr die bei Lufthansa einsetzen könnt. Live Miles gibt bis zu 155% Bonus, wenn ihr die Meilen kauft, bis zum 11. Juli. Also ist noch viel Zeit. Und man kann 200.000 Meilen kaufen ohne diesen Bonus, und dann kommt der Bonus noch zusätzlich drauf. Das ist das Maximale. Heißt also, wenn ihr die maximalen 200.000 Meilen kauft, gibt es 310.000 Meilen on top, sind 510.000 Meilen. Das sind zusammen 6.600 US-Dollar. Jetzt sagt man natürlich, was kann man da machen? Diese Meilen sind ja auch Elite Qualifying teilweise. Also das heißt, die zählen auch für den Status. Also ihr solltet da auch gucken, was er da macht. Aber ihr braucht Flüge mit Avianca, also das ist jetzt nicht ganz so einfach. Ihr könnt damit natürlich bei der Star Alliance die Flüge verballern. Ihr wisst aber um die Schwierigkeiten bei der Lufthansa, auch mit der Verfügbarkeit, First Class, also das wird immer relativ spät aufgemacht. Live Miles ist die billigste Variante, um solche zu kaufen. Leider ist es nicht so, dass man damit den Flug kaufen kann mit der Lufthansa nach Kapstadt, soweit es aussieht. Schätze ich das, dass die das nicht freigeben. Also für euch hier ein Avianca-Deal. Dann hatte ich auch Fragen von euch, soll ich Finnair-Meilen kaufen? Und Finnair-Meilen gibt es ja nicht mehr in der Form, weil sie ja Avios geworden sind. Und bei Avios ist man ein bisschen unattraktiv geworden. Es gibt bis zu 40% Bonus, weil nämlich, wenn ihr Basic-Member seid, also einfach da angemeldet seid, gab es 30% Bonus, wenn ihr quasi keinen Status habt. Wenn ihr Silber seid, gibt es 35. Wenn ihr Gold, Platin oder Lumo seid, dann gibt es schon 40%. Das heißt also, man muss Goldmitglied sein, um den Bonus zu bekommen. 200.000 Avios kann man kaufen maximal. Das sind 4.200 und der Discount wären 40%. Heißt also, man bekommt für 2.520 Euro 200.000 Avios. Und jetzt muss man natürlich gucken, dass das 1,26 Eurocent sind. Und ist natürlich nicht wirklich billiger, weil als es nämlich diese 70% Bonus gab, war der Preis sogar noch günstiger. Da war man nicht bei 26, sondern bei 1,24. Und wenn man den Avios Sale sieht, dann war es sogar 97 Cent. Und das war es, die Geschichte, bevor man Avios hatte. Also das heißt, ihr seht, wie viel das teurer geworden ist, die Avios-Geschichte. Und ich denke mal, dass man dort halt gucken muss, was man macht. Man kann auch den Finnair-Account und den Qatar-Account kombinieren über den British Airways-Account. Heißt also, habe ich gestern für Kunden ja gemacht, oder vorgestern unter anderem, dass man halt die Meilen von Finnair auf BA zieht, von BA auf Qatar zieht, weil bei Qatar einige Prämien billiger sind. Und wichtig ist, dass man da aber weiß, dass es dort 200.000 Punkte Kappung gibt, die man rüberziehen kann auf Finnair, aber auch die man kaufen kann. Also das wären die zwei Grenzen. So kann man maximal 400.000 Meilen rüberpumpen, wenn man das möchte.
Ich persönlich, wenn ihr meinen Flug habt, ist ja eh wurscht am Ende des Tages, ob ihr das über Qatar oder über British Airways oder sonst wen bucht, weil es einfach nur um Verfügbarkeiten geht. Und wenn es halt um diese Verfügbarkeiten dort geht, dann ist das halt so, dass man da ehrlicherweise sagen muss, so what? Ja, dann ist es ja egal, ob ich den über den einen oder anderen buchen oder wo es billiger ist, weil ihr dann ja am Ende des Tages eh keine Meilen sammeln würdet und dann ist das ja auch wurscht, um es so zu formulieren. Wer auch immer wieder ein Contender ist für gute Meilendeals, das ist Alaska. Die werden ja auch irgendwann jetzt hier, nachdem sie Hawaiian Airlines auch gekauft haben, mit Oneworld verbunden sein. Und da ist es so, dass deren Angebot jetzt so ist, dass ihr bei Alaska Airlines 50% Bonus bekommt, wenn ihr bis zum 26. Juni Meilen kauft. Bei Alaska kann man maximal 100.000 kaufen. Wer 3.000 Punkte und mehr kauft, kriegt 30% Bonus. Wer 15.000 kauft, kriegt 40%. Wer 50% haben will, muss 30.000 Meilen oder mehr kaufen. Die 100.000 Meilen, die ihr kaufen könnt mit 50% Bonus, sind 150.000 Meilen. Gibt dann für 2956, so ist es richtig, US-Dollar, 150.000 Meilen. Weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Damit haben wir 1,97 Dollar als Kaufpreis für die Geschichte. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so, dass es letztes Monat gab es da Verbesserungen von der Award-Chart. Also es sind einige Flüge billiger geworden, aber ihr müsst halt hier gucken. Und ich werde meinen Spruch natürlich auch erst sagen, nachdem wir alle Angebote uns angeguckt haben. Und jetzt sagt ihr, ja, warum bringst du Oneworld? Da hat es ja auch Live Miles, das war ja schon Star Alliance. Bring doch nochmal Star Alliance. Und dann sage ich, kannst du haben, machen wir United. Und zwar ist es bei United so, dass die United dort Meilen gibt, 100% Bonus bis zum 18. Juni. Ja? Und dieser Bonus ist halt so, dass ihr, wenn ihr 100.000 kauft, gibt es 100.000, sind zusammen 200.000. Jetzt wollt ihr wissen, was der Preis ist. Das sind 3.762,50 Dollar, weil es natürlich da noch Steuer gibt. 3.500 plus die Steuern. Ich bin in Kalifornien. Ich denke mal, das wird nach dem Ort gemacht, wo man ist. Und da ich in Kalifornien gemeldet bin, ist das so. Jetzt natürlich die Frage, ob das Sinn macht. Und ihr solltet da mal gucken, weil natürlich das Problem ist, einige Premium-Kabinen machen Sinn, aber es macht nicht immer Sinn, weil die natürlich auch, ja, also wie gesagt, United ist schon speziell, was es mit Meilen angeht. Aber ihr solltet halt wirklich nur diese Meilen kaufen, wenn sie halt wirklich diese 100% Bonus-Offer haben. Also anders nicht. Das wäre so in meinen Augen jetzt ein Kauf-Deal. Und jetzt sagt ihr, wir haben aber nichts von SkyTeam gehabt. Ja, entschuldigen Sie mal bitte. SkyTeam gibt es nämlich auch. Und zwar ist das so, dass wir bei SkyTeam eine Verlängerung haben, was da passiert. Und zwar 70% Meilen bis zum 16. Juni. Also ihr habt noch 3 Tage. Ich muss mal gucken, was wir heute für ein Datum haben. Und der Preis ist genauso. 100.000 Meilen, 70% Bonus sind 170.000 für 2.500 Euro. Sind also 2.500 Euro, sollt ihr die kaufen. Und 2000 Meilen oder mehr müsst ihr kaufen, um die 70% zu kriegen. Natürlich ist es so, dass ihr dort die Meilen gut nutzen könnt, aber ihr braucht auch einen Status, um da wirklich richtig was zu nutzen zu können, dass ihr dort was machen könnt. Also insofern, wenn ihr halt wirklich in die La Premiere wollt, ist es nur für Platin-Mitglieder dort glücklich und hübsch. Ich bin mal gespannt, wie das passiert, wenn die Freunde von SAS kommen, ob man da vielleicht über den Weg kommen kann. Wäre auch spannend. Aber ich bin mal gespannt, was dort passiert. Und da solltet ihr auch wissen, dass die La Premiere natürlich halt relativ limitiert ist. Aber hier auch ein Weg, die Sachen zu kaufen. Jetzt geht es weiter mit Hyatt. Hyatt hat seine Promotion verlängert. Und zwar sagt ihr, was für eine Promotion hatten die denn? Ja, es war leider nur für Thompson Hotels und für Dream Hotels.
Diese beiden haben eine doppelte Nacht-Promotion gehabt und die ist jetzt verlängert worden bis zum 15. Juli. Also die gilt seit dem 22. März. Das Schöne an der doppelten Nacht-Promotion ist, dass man natürlich da was werden kann. Aber die Thompson Hotels, und deshalb verschiele ich nach links, die kann ich dann an einer Hand abzählen. Ich empfehle auch mein Video als Kanalmitglieder, was jetzt kommt über Hyatt. Atlanta, Austin, dann das San Lucas, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Angeles, Madrid, Miami Beach. Also wer nach Miami, nach Madrid geht, kann das machen. Nashville, New York, Palm Springs. Das ist das Palm Springs, was bald öffnet. Ich bin schon ganz aufgeregt, dass das endlich aufmacht, weil das Hyatt Regency muss umgebaut werden. Ich hoffe, dass es bei Hyatt bleibt. Ne? San Antonio, Savannah, Seattle und so weiter. Dream Hotel, da gibt es weniger. Das wäre das Dream Midtown in New York, in Nashville, in Miami, South Beach. Und dann nochmal in Hollywood, wo ich schon war, und das Downtown in New York nochmal als in Ding. Aber das Schöne ist, ihr bekommt dann doppelte Nächte, eine Nacht übernachten, zwei Nächte als Statusnacht gut geschrieben bekommen. Also rein theoretisch kann man dann 60 Nächte machen, wenn es von der Zeit her klappt. Wird knapp, weil wir haben Juni, 15. Juli, also ihr müsstet quasi bald einchecken, um die 28 Tage voll zu kriegen. Nee, Quatsch, 30 Tage, ich bin ja verrechnet. Wir haben jetzt noch etwas aus der Welt der IHG. Die IHG ist ja aus meinen Augen eher so ein Bonusclub. Und da ist es so, dass es jetzt dort ein Angebot gibt, was auch personalisiert ist. Und zwar ist es so, dass man dort 2000 Punkte für jede zweite Nacht bekommen kann. Wenn man da übernachtet, dann eine andere war 3000 für jede dritte Nacht. Und dann 8000 Punkte für jede vierte Nacht zum Beispiel. Das ist eine Option. Und es sind kleine Sachen. Also man ist da jetzt nicht mehr so freigebig. Anscheinend ist man bei IHG ja quasi gut im Verkauf. Und die haben ja auch in Deutschland diese Neo-Hotels akquiriert, die jetzt als Holiday Inn funktionieren werden. Bin mal gespannt auf den Preis, weil die doch relativ teuer sind. Das erste Holiday Inn wird eröffnen. Und zwar als der Deal im April für die 108 Hotels geschrieben, unterschrieben worden ist, die werden halt Holiday Inn, Garner und Candlewood Suites bringen und auch neue Hotels aufmachen. In Herlang macht das nächste, macht das erste NIO unter der Flagge von IHG auf. Und was wollte ich noch dazu sagen? Eigentlich gar nichts. Heißt also, dass man damit quasi eine doppelte Verfügbarkeit von IHG Hotels hat. Wer also da Möglichkeiten sieht und Möglichkeiten sucht, wird sie auch finden. Lufthansa ist jetzt auch auf den Zug aufgesprungen. Man macht Miles & More, also nur Flüge für Meilenkunden. Das gab es ja schon bei anderen Fluggesellschaften. Qantas hat das, glaube ich, gemacht. British Airways hat das gemacht. Also da gibt es das Ganze. Bei Qantas war es ja sogar ein 380er, den man genommen hat. Aber da es hier ab München geht, hätte man ja auch den 380er nehmen können und eine First Class haben können. Aber nee, der 350er hat ja keine First Class. Aber man hat das Event jetzt hier als Community-Event gebrandmarkt, hätte ich fast gesagt. Und hier seht ihr das. Dieser Flug geht nach Kapstadt. Am 17.11. geht dieser Community Award erstmals los von München. An Bord ausschließlich Miles & More Teilnehmer. Und das exklusive Programm und die Möglichkeit zum Austausch. Ich bin mal gespannt, was sie anbieten werden. Es gibt hier dann ein exklusives Gate-Event. In München besonderer Board-Service und weitere Highlights, wobei man nicht darauf eingeht, was diese besonderen Highlights sind. Spannend ist auch, dass der Hinflug am 17.11. ist, der Rückflug am 2.12. Da macht wohl jemand Urlaub. Und dann gibt es als Return One-Way-Flug in der Economy Class 30.000 bzw. wenn ihr beide Strecken fliegt, 60. Oder halt in der Business, ne Quatsch, in der Premium Economy sind es 45.000 oder 90 und 150 in der Business Class. Und jetzt sagt ihr natürlich, ist das jetzt nicht etwas teuer? Weil nämlich normalerweise sind das doch 112.000 Meilen, die man bezahlt. Und dann kommen natürlich auch Steuern, glaube ich, noch dazu, oder? Da muss ich mal kurz gucken. Kommen da noch Steuern dazu? Und zwar Flaggeld, abweichende Umbuchungskosten, Umbuchung ist ausgeschlossen, das ist schon hier und gegen die Zahl 5 möglich, alle weiteren Regelungen finden Sie und bla bla bla.
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass alle Preise inklusive Zuschläge zuzüglich Steuern und Gebühren sind. Also das heißt, Steuern und Gebühren kommen nochmal dazu, da kommen ein paar hundert Euro dazu. Das ist so dann wahrscheinlich nicht abgebildet. Aber ihr fragt jetzt, warum soll ich 150.000 bezahlen, wenn ich 112.000 normal bezahle? Für das Event, Spezialcatering, die Leute kennenzulernen. Das finde ich dann schon fair und ich hoffe auch, dass die Leute von Miles & More sich nicht dort lumpen lassen. Ich bin mal gespannt, wer da von Frankfurt mitfliegt und wer da an Bord sein wird. Ihr könnt hier natürlich die Frage des Tages beantworten. Wie findet ihr den Community Award Flug? Was erwartet ihr von so einem Event? Ist das etwas, wo ihr sagt, das sollen die öfter machen? Wo ihr sagt, der sollte auch First Class sein? Wie findet ihr die Aktion und die Interaktion? Es wird wahrscheinlich auch gefilmt werden, wird wahrscheinlich auch wieder ein Video darüber gemacht werden. Also nur, dass ihr es wisst. Ich bin mal gespannt, was da alles noch so passiert. Also spannend, spannend, spannend. Jetzt, wo wir bei Spannung sind, geben wir auch noch mal einen Deal, so ein Deal für euch. Und zwar habe ich ein paar Preise rausgesucht ab Oslo. Ich habe für Kunden gebucht ab Oslo First Class Tickets und habe gedacht, oh mein Gott, was ist da denn los? Also mit der Lufthansa oder der Swiss, also der Lufthansa Group, ab Oslo, über Frankfurt, München oder Zürich in die weite Welt. Da sind Themen dabei. Wo haben wir es hier? Müssen wir es doch einfach wieder einblenden. Da ist es. Da seht ihr die Ziele. Es gibt eine ganze Reihe Ziele. Oslo, Dubai, 2640 Euro. 3000 paar kaputte von Oslo nach Delhi, genauso wie Bombay. Bangkok ist für 3100 paar kaputte, für knapp 3,5 Shanghai und Peking von Oslo aus. Dann auch Kapstadt für knapp 3,5. Johannesburg ist ein bisschen teurer mit etwas über 3600. Bangalore ist 3700. Singapur 3800 paar kaputte. Und wer nach Hongkong möchte, kann das auch tun. Und zwar, da haben wir Hongkong. Und das kostet dann um die 4.000 Euro. Sowas ist natürlich ein A-Klasse-Tarif. Ach ja, der Nachtrag übrigens noch zu dem Flug von Lufthansa. Es gibt keinen Zubringer. Bei denen braucht ihr ja auch keinen Zubringer, weil der Flug ist ja quasi schon ab Dings. Aber ihr bekommt da quasi die Meilen für aus der A-Klasse. Die sind dann halt die Meilen, die ihr kennt. Und das ist dann halt 200, weil es in der Business-Klasse, in der D ist, die ihr fliegt nach Frankfurt, München oder wohin auch immer. Der Flug geht dann ab Zürich und so weiter, wenn ihr dann, oder München oder Düsseldorf, Frankfurt, und dann weiter nach Singapur geht. Und dafür würde es dann immer sozialistische 300 hin und 300 zurückgeben. Heißt also, dass ihr damit mit dem Flug 680 Punkte bekommt, mindestens. Nur so als Hinweis, dass ihr da wisst, worauf ihr euch einlasst. Das war der Meilenmittwoch an einem Donnerstag. Danke, dass ihr heute dabei wart bei der Show. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen. Aber ich weiß ja, dass wenn ihr Meilen kaufen wollt, da ist die Nummer, da könnt ihr auch Fragen an mich stellen. Wenn ihr beim Kauf Betreuung braucht oder Hilfe braucht oder ob ihr eine steuerlich absetzbare Rechnung haben wollt, für alles haben wir eine Lösung. Denkt dran, den Kanal, wie gesagt, zu abonnieren, die Glocke anzumachen und für euch an dieser Stelle einfach mal den Abspann. Und ich freue mich auf die nächste Sendung mit euch morgen wieder, aber dann nur eine. Also, bis dann, ciao. Thank you.